Wir befinden uns auf dem Weg nach Aarhus. Im strömenden Regen schauen wir uns den Gamleby an. Wir sind Melanie und Uwe. Schon seit 1990 reisen wir immer mal wieder Teile von Europa. Dabei haben wir die verschiedensten Camping-Variationen ausprobiert. Nun geht es weiter in unserem selbst ausgebauten Van zusammen mit unserem Hund Cooper. In den Gamleby erleben wir eine lebendige Zeitreise. Und zwar geht es durch die Jahre von 1864 bis 1974. Von einer Stadt wie aus der Zeit von Hans Christian Andersen mit Pflastersteinen, Wohnungen, Werkstätten und Hinterhöfen geht es weiter zu der modernen Zeit aus dem Jahr 1927 mit Läden, Tankstelle, Telefonzentrale und Fassadenwerbung bis zu Wohlfahrt Dänemark mit Einkaufsstraßen, Zigarettenautomaten, Wurstwagen, Wohnungen, Hinterhöfen und wiederum Werkstätten. Hier gibt es sogar eine alte Kegelbahn. Den Gamleby ist übrigens das erste Freilichtmuseum für Stadtgeschichte weltweit. Nicht nur die Wohnräume, auch das Handwerk wird hier sehr anschaulich präsentiert. Die alte Apotheke. Willkommen. Ich wollte gerne hinten. Was geht die Venice kapelle auf Figuren på und foran dem und wissen, wo die lider af dårligdom? Så skal jeg anvise et middel, der kan afhjælpe problemet. Der Schneidermeister bei der Arbeit. Der Tabakladen. Der Schuhmacher mit seinem Lehrling. Das kleine Zimmerchen eines Tischlerlehrlings und die Werkstatt des Tischlers. Når man trækker sådan en ud her, så er det glad. Det er sådan, det skal være. Hier wird mal die Route eines Wandergesellen dargestellt. Ein altes Künstleratelier. Hier ist ein Wohnraum aus dem 19. Jahrhundert dargestellt, von Angehörigen der niedrigsten sozialen Schichten. Eine Kerzengießerei und Seifensiederei. Der Hutmacher.
die Kälterei. Bäckerei. Hier sieht man die Arbeit des Schriftsetzers, die Druckerei und Buchbinderei. Der Krämer. Mit Blick hinter die Ladentheke. Eine Küche um 1800. Färberei. Thank you.
ein Eisenwarenladen. Hier geht's in die Brauerei. Das ist eine Brauerei, da kommt man immer gebückt wieder raus. Da kommt man eh gebückt wieder raus, das stimmt. Ein damaliges Museum. Ein Autohaus von 1930. Lithium-Ionen-Batterie. Da freut sich aber einer. Der alte DKW. Das Postamt. Wir gehen in das alte Spielzeugmuseum. Thank you.
Nun springen wir ins Jahr 1974. Und kommt euch das bekannt vor? Eine damalige typische Fußgängerzone. Ein paar von diesen Geräten kennt der eine oder andere vielleicht von euch noch. Wo fuhr man denn so in den 70ern in Urlaub hin? Nach Deutschland. Kanal. USA. Und hier die neuesten Kameras für alle Instagrammer. Und YouTuber natürlich. Tja, ich glaube, die Wassermühle funktioniert nicht mehr. Zu gewissen Zeiten gibt es ja Ausstellungen, Märkte und Feste, bei denen man sich dann wirklich in die verschiedenen Jahre zurückversetzt fühlt. Auch Essen und Getränke führt einen dann zurück in dieses Jahr. Schade, dass aufgrund des schlechten Wetters keine Verköstigungen in den Hinterhöfen und Gärten stattfanden. Der Regen hat aufgehört und wir stehen hier auf der feuchten Wiese und ein bisschen neblig ist es auch geworden. Aber den Gamleby hat uns so gut gefallen, dass wir halt, wie ihr gesehen habt, das ganze Video diesem Ort gewidmet haben. Genau. Also wenn man nach Dänemark kommt, beziehungsweise nach Aarhus, schaut es euch an, können wir nur sagen. Ja, und ansonsten könnt ihr ja mal schreiben, wie euch das gefallen hat, dass wir mal ein Video nur von einem Thema und nicht von mehreren Tagen gemacht haben. Ja. Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.